Hallo meine lieben Überlebenskünstler draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Frostpunk. Wir sind mehr oder weniger kurz vor dem Ende. Eine bösartige Kältefront kommt auf uns zu. Ich hoffe, wir haben genügend Nahrung. Wir müssen noch ein bisschen uns um ein weiteres Haus kümmern, so wie ich das momentan hier sehe. Ich weiß gerade eben bloß noch nicht genau, wo ich das hinsetzen soll. Höchstwahrscheinlich wäre der beste Ort hier. Dann haben alle Leute hier erstmal ein Haus. Oh, es haben sogar schon Schwerkranke. Das ist natürlich ungeil. Und wir sollten dringend etwas forschen. Allerdings fehlt es uns momentan an Stahl. Wir sind hoffentlich gut aufgestellt für das, was auf uns zukommt, meine lieben Freunde. Wissen tue ich es nicht. Ich mache hier nochmal ganz, ganz kurz eine aggressive 24-Stunden-Schicht für die Arbeiter. Und sage, dass das Ding jetzt hier auch nochmal ganz, ganz kurz 24 Stunden läuft. Denn ich brauche den Stahl, um forschen zu können. Und ich weiß, dass dadurch die Unzufriedenheit hochgeht, aber was willst du machen? Wir müssen halt einfach gucken, dass die Leute dann halt einfach, die dadurch jetzt quasi kriminell werden, unter Kontrolle gehalten werden. Und das tun wir auch. Unsere Hoffnung ist sehr, sehr hoch und wir werden auch weiterhin versuchen, die Hoffnung hochzuhalten und alle Menschen zu retten. Wir werden es versuchen. Verzweifelter Vater. Ausreißerin. Sir, ein Mann möchte Sie sehen. Er sagt, seine Tochter sei weggelaufen, nachdem sie die Nachricht über den Sturm verbreitet hat. Er möchte sich einen Spähschlitten ausleihen, um sie zu suchen. Ja, wir haben aber gar keinen. Sie ist kein Kind mehr, aber sie war schon immer sehr impulsiv und ist schnell verängstigt, erklärt der Vater. Ich muss sie finden, bevor sie für immer verloren ist. Sie ist alles, was ich noch habe. Er wird sterben, haltet ihn auf. Dieser Mann wird daran gehindert, die Stadt zu verlassen. Die Hoffnung sinkt. Rüstet ihn für die Reise aus. 30 Essensrationen werden verbraucht. Oder ignoriert ihn. Na, ich geb's ihm einfach. Geben wir ihm die Chance. Es ist nicht unsere Entscheidung, darüber zu richten, ob ein Vater nach seiner Tochter sucht. Wirklich nicht. Und wenn er das tun will, dann soll er mit unserem Segen gehen. Wir haben das Zeug. Wir können's uns erlauben. Viel Glück. Ich hoffe wirklich, dass er das Mädel findet. Schauen wir mal, ob ich hier... Ja, hier haben wir schon wieder Leute, die... Jedes Mal, wenn ich quasi Dissidenten quasi mehr oder weniger festnehme, ne? Passiert das. Jedes einzelne Mal. So, wir haben jetzt 41 Stahl. Das ist gut. Wir haben jetzt 10 Schwerkranke. Meine Fresse, ey. Ich bin jetzt schon dabei, die Leute richtig hardcore zu behandeln, ne? Also... Und trotzdem bringt's nichts gerade eben. Das ist gerade richtig hart. Aber wir heilen so nach und nach die Schwerkranken. Sehr gut, schaut euch das an. Wir heilen die Schwerkranken. Perfekto. Wie sieht's denn eigentlich aus? Genau, ich will hier die Generatorbrücken. Da fehlt mir noch ein bisschen Stahl. Deswegen habe ich die 24-Stunden-Schicht hier angeordnet. Oh Mann. Und wir haben gleich nochmal eine Kältewelle. Das geht bestimmt runter auf minus 90 Grad, so wie ich das Spiel kenne. Es trollt uns, es hasst uns, es will uns den Garaus machen. Aber immerhin schaffen wir es, die Schwerkranken zu heilen. Das ist das Wichtige. So, gleich haben wir es, Freunde. Gleich haben wir es. Wir haben auch in 2 Tagen dann wieder eine Wärmewelle. Das ist wiederum die Hoffnung, die uns bleibt. So, und jetzt haben wir es. Jetzt hier die Generatorüberbrückung wird geforscht, wird gestartet. Loslegen, Freunde. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass die da jetzt hier auch mitmachen. Hat diese Musik hier etwas zu bedeuten? Ich habe das Gefühl, dass das ein böses Omen ist. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das jetzt ein böses Omen wird. Aber ich weiß es nicht. Bauen die eigentlich nicht einen Automator? Ne, bauen sie natürlich nicht, weil ich immer noch nicht den Stahl dafür habe. Dafür müssen da... Einiges an Stahl müsste dafür übrig bleiben. So, die arbeiten jetzt hier. Die forschen. Weiteres Gesetz will ich nicht erlassen. Ich sehe keinen Grund dafür. Ah, und wir produzieren endlich wieder Nahrung. Sehr, sehr gut. Und jetzt wird es wieder kälter. Oh, minus 70 Grad. Okay. Minus 70 Grad halten wir noch aus, wie ihr seht. Ne? Das ist noch für uns machbar. Da hatte ich jetzt gerade eben dann doch größere Sorge. Minus 70 Grad ist erträglich. Wie ihr seht, ne? Kriegen wir hin. Kriegen wir ohne Probleme hin. So, ja, wir arbeiten jetzt auch härter, Leute.
Keine Sorge, wir arbeiten so hart wir können. Wir machen immer noch genug Kohle. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir, wie gesagt, ich will die ganze Kohle im Zweifelsfall auf Halde haben. Ich will sie auf Halde haben. Und eventuell sollten, ja, ich produziere ja eigentlich schon genug Kohle. Das ist ja der Witz an der Sache. Ich habe ja schon genug Kohle. Wir brauchen mehr Stahl für einen weiteren Automaten, dass ich die Leute hier nicht mehr arbeiten lassen muss. Dann spare ich nämlich hier wiederum diesen Kollegen und dann habe ich einen permanenten Zustrom an Kohle. Einen permanenten Zustrom an Stahl. Das wäre mir momentan das Liebste. So. Ich brauche zum Glück gerade eben keine weitere Wohnung. 3 in Palliativ, 38 in Behandlung. Was ist mit denen los? Warum sind die nicht in Behandlung? Also, sie werden so nach und nach geheilt. Das ist das Gute. Wie sieht es hier aus mit unserem Pflegeheim? Das ist voll. Ne, 10 von 20, da würden sogar noch mehr reinpassen. Späher sind zurückgekehrt. Wir haben nochmal Menschen mit dabei. Jede Menge Schwerverletzte. Aber die Schwerverletzten sind sofort in Behandlung gekommen. Dafür sind die Palliativstationen da. Perfekt. Wie gesagt, wir sind auf sowas vorbereitet, Leute. Wir sind auf sowas vorbereitet. Wir können das schaffen. Wir können es. Ich glaube, wenn nicht wir, dann niemand. So, Nahrungsmittel haben wir auch eine ganze Menge. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir mehr Nahrungsmittel brauchen. Wir brauchen noch mehr Essen. Ich möchte, dass unsere Nahrungsmittelvorräte einfach komplett voll sind. Die sollen einfach voll sein. Ich stelle die jetzt hier da oben hin. So, das hier ist gleich fertig. Das hier wird nochmal ein Kohlespeicher. So, nochmal 1350 Kohle obendrauf. Ich will hier nichts verschwenden. Und die Zeit wird kommen, wo wir das Zeug verbrauchen. Das befürchte ich. Wenn wir anfangen, überall die manuellen Heizungen einzuschalten. Die Zeit wird kommen. Und dann werden wir die Kohle brauchen. Dass die Leute eine Chance haben zu überleben. So, baut ihr jetzt diesen Automaton? Fehlt immer noch wahrscheinlich an Stahl, ne? Ja, ich muss noch ein bisschen warten mit dem Stahl. Das kostet halt auch immer wieder Stahl, wenn ich hier quasi irgendwelche Dinge baue. Im Zweifelsfall schicke ich dann halt einfach. Wir können auch so viele Automatronen jetzt bald bauen, wie wir wollen, ne? Wir könnten dann hergehen und das entsprechend dann so deichseln. Dass dann überall nur noch die Automatronen rund um die Uhr arbeiten. Auch hier in diesen entsprechenden Kohlekraftwerken. Dass die Leute da gar nicht mehr hin müssen. Wobei, hier ist es gar nicht kalt. Also, es ist wirklich warm hier. Das darf man an der Stelle halt nicht vergessen. Was ist denn das hier? Der Kohlegenerator läuft ja nicht automatisch. Nee, da sind Menschen drin. Ich sollte das hier wirklich heizen. Stelle ich gerade eben fest. Sonst werden die nämlich krank. Ich möchte nicht, dass sie krank werden. Stelle ich gerade eben fest, dass ich das vielleicht mal heizen sollte. So. Nochmal 10 Leute, die jetzt hier 30 Nahrung produzieren. Und wir haben es geschafft. Wir haben die Forschung abgeschlossen. Jetzt gibt es nur noch die fortschrittlichen Heizkörper. Jeder Heizkörper verbraucht im Betrieb 3 Kohle pro Stunde. Erhöhen die Temperatur am Arbeitsplatz um 3 Stufen. Wie gesagt, wir werden das tun, sobald wir den Stahl haben. Allerdings wurde jetzt gerade eben der Stahl hier verbraucht, um diesen Automaton jetzt hier zu produzieren. Vielleicht sollte ich auch nochmal weitere Essensrationen jetzt hier einen Speicher bauen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wir bauen immer mehr Kohle auf. Ich habe jetzt 19. Mir fehlt es halt immer noch an Stahl. Das ist das Problem. Ich müsste die Automatone effizienter gestalten. Es gibt einiges, was ich hier effizienter gestalten sollte. Rohstoffe. Vielleicht macht es auch Sinn, dann doch nochmal das Stahlwerk zu verbessern. Komm, wir machen das. Wir machen die besten Stahlwerke, die man sich vorstellen kann. Die setzen wir da hin und dann produzieren wir auch Stahl. Das ist auch eine gute Investition noch. Es wird nochmal wärmer werden. Wahrscheinlich wird es dann bloß noch minus 60 Grad. Das nennen die dann wärmer. Wisst ihr? Netto. Okay. Workday ends schon wieder.
Schauen wir mal ganz kurz. Weiteres Treibhaus, nee. Weiteres Rohstoffdepot. Wir sammeln so viel, wie wir können. Das Krasse ist, dass man echt keinen Holzmangel mehr hat, ne? Ich habe keinen Holzmangel mehr. Ich habe auch gerade keinen Kohlemangel. Aber darüber kann man diskutieren. Ich bräuchte eigentlich noch mehr Möglichkeiten, um mich um Kranke zu kümmern. Ein weiteres Krankenhaus. Wo will ich das hinsetzen? Irgendwo, wo es warm ist. Hier. Aber nein, das wird nicht mehr lange warm sein. Mir gehen die Orte aus, an denen ich Wärme habe. Hier könnte ich noch was machen. Hier ist auch immer warm. Ihr seht, was das Problem ist. Ich mach's hier hin. So, was haben wir denn da Schönes? Da kann man nichts hinbauen. Das sind einfach irgendwelche Felsen, so wie es aussieht. Da haben wir jede Menge Kohle. Wo niemand direkt arbeitet. Und das will ich auch nicht. Ich will, dass die hier arbeiten. So, baut mir jetzt hier dieses Krankenhaus. Wir haben genügend Dampfkerne. Tesla City versorgt uns damit. Nicht gerade freiwillig, aber es tut es. So, wir forschen immer noch. Wie weit geht dieser Turm hier? Der hat nur Einfluss bis hier. Also bis hier kommt er nicht mehr. Ich versuche halt einfach auch gerade eben ein bisschen Platz zu sparen, ne? An der Stelle muss man, darf man auch nicht vergessen. So, kommt schon. Und heilt die Leute, so gut ihr könnt. Ja, da ist warm genug. Das ist komfortabel in dem Haus. Kann man nicht meckern, haben wir es noch geschafft. Ich bin echt am Überlegen, falls ich nochmal irgendwo was bauen muss, wo ich heize. Das, oh, was ist denn da los? Warum ist in diesem Speisehaus so kalt? Ach du Scheiße. Es ist zu kalt. Das bringt nichts. Ich muss das demnächst mal umforschen. Oder ich muss das demnächst mal forschen. Wie lange braucht ihr noch? Ist ja wohl eine Frechheit, dass die einfach hier so aufgehört haben. Manno. Gut, wir produzieren jetzt immer noch eine ganze Menge Stahl, ne? Die haben es hier momentan immer noch ihre 24-Stunden-Schicht. Wir können es mal durch die Nacht heizen. Oh, warte mal, die sind ja angekommen. Die sind jetzt bei uns zu Hause angekommen. Die kann ich jetzt wieder hier hinschicken, zum Lager Vulkan. Hier ist eine Person zu wenig am Start. Hallo? Jetzt treffe ich die Leute statt das Gebäude. Okay. Ich wundere mich gerade eben ehrlich gesagt, dass die Leute hier. Was sind das hier? Sind das Schwerkranke? Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Hallo? Ich will doch. Heilt die Leute schneller, um Gottes Willen. Ich gebe Nahrung dafür aus, wenn es sein muss. Hauptsache, ihr heilt sie schneller. Ich habe doch schon alles getan, um das Ganze jetzt hier zu verbessern. Also wir scheinen sie auf jeden Fall jetzt gerade schneller zu sein. Und wir haben jetzt wieder 5 Obdachlose. Ja, jetzt kommen wir natürlich in den Bereich, der so langsam aber sicher wirklich ungeil wird. Warte mal, ich habe ja neue Kinder gekriegt. Aber die brauchen ja auch ein Wohnheim, ne? Haus. Kann ich irgendwo noch in einer warmen Zone ein Haus errichten? Gilt das hier noch als warm? Ich weiß es nicht. Hier würde noch ein warmes Haus stehen. Probieren wir es einfach. Leichte Frostbeulen, ein Einwohner schwer krank, wieder 4 Stück. Boah. Ich weiß zwar nicht, wo die sich jetzt diese Frostbeulen holen. Das sind wahrscheinlich die hier, die obdachlos sind teilweise. Jetzt hier nachts durfte ja nichts passieren. So, das Haus hier ist fertig. Sollen auch wieder Kohle nehmen. So, das fortschrittliche Stahlwerk wurde erforscht. Wir könnten es jetzt bauen. Wo brauche ich denn nochmal eine Wärmedämmung? Habe ich gerade eben festgestellt. Irgendwo beim Nahrungsmittel. Treibhauswärmedämmung war es nicht. Wärmedämmung im Gesundheitswesen war es auch nicht. Da wollen wir aber bald hin. Neuer Hausentwurf auch nicht.
Aber Wärmedämmung im Gesundheitswesen wäre schon extrem gut. Auf lange Sicht hin. Deswegen machen wir das jetzt auch. Und was wir jetzt auch machen werden, ist fortschrittliches Gebäude. Braucht allerdings 40 Stahl. Diese 40 Stahl haben wir gerade eben nicht. Es wird aber auch windiger, merkt ihr das? Dieser Sturm kommt. Es wird einmal noch wärmer und ich glaube, dass dieser Sturm da hinten dann bei Tag 41 oder Woche 41 oder wie auch immer dann wie ein Deus Ex Machina auf uns herunterbrechen wird. Oh, die sind angekommen. Tiefe Senke. Das Gelände fällt hier plötzlich zu einer tiefen Senke ab. Auf ihrem felsigen Boden liegen Verletzte und Leichen. Überleben. Die Leute müssen in dieses Loch gefallen sein, als sie vor dem Sturm geflohen sind. Mindestens die Hälfte von ihnen hat den Sturz nicht überlebt, aber wir könnten die Verletzten retten, wenn wir sie auf unsere Schlitten binden und schnell in unsere Stadt bringen. Die Späher bringen die Überlebenden wohlbehalten in unsere Stadt. Das machen wir auf jeden Fall. Wir lassen sie nicht sterben. Wir nehmen sie mit. Wir sind die Guten. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sie zu retten. Und ich hoffe, dass wir es wirklich schaffen. So, 30 Stahl haben wir jetzt. 40 brauchen wir, um es auszubauen. Dann baue ich als allererstes das aus, wo der Automaton arbeitet. Und dann wird er nochmal ein bisschen effizienter. Oh, hier forsche ich aber auch gerade ganz ordentlich schnell. Ja, ich habe ja immer noch die 24-Stunden-Schicht. Also die Forschung geht verdammt schnell mit dieser 24-Stunden-Schicht. Was ist mit der Hoffnung gerade eben los? Warum sinkt die Hoffnung? Ein Automaton ist fertig. Yes. Dann leg mal los, Automaton hier. Sehr, sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt hier das fortschrittliche Stahlwerk hier draufklatschen. Die Leute werden das ganz, ganz schnell bauen. Und dann produziere ich noch mehr Stahl. Und dann brauche ich jetzt dieses Dingens hier nicht mehr. Ich brauche es nicht mehr. Ich kann es abschalten. Sogar demontieren kann ich es. Weil hier nur noch Automatone arbeiten. So, ihr baut jetzt noch das hier schnell aus. Der Automaton muss noch kurz warten. Wir haben keine Obdachlosen mehr, was gut ist. Das Haus hier ist auch warm. Sehr gut. Das Stahlwerk ist gleich soweit. Go, go, go. Wir produzieren gerade wenig Stahl. Boah. Die Dämmung im Gesundheitswesen ist allein deswegen wichtig, dass die Leute, die da drin halt... die müssen halt dadurch wirklich gesund werden können. Ne? Die müssen eine faire Chance haben. So, 8,5 pro Stunde. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Dann mache ich jetzt das hier auch noch. Das kostet halt ein bisschen Essen. Dann ist dieser Automaton hier nochmal ein bisschen effizienter. Ich werde hier gleich, sobald ich die 40 habe, da auch dieses Stahlwerk noch ausbauen. Und zwar jetzt. So. Gut. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht noch mehr Häuser bauen muss. Ich muss nochmal eine Prothese bauen, stelle ich gerade eben fest. Die wird sofort produziert, wie wir sehen. Wird wahrscheinlich heute nicht mehr fertig. Wobei doch, Prothesen gehen schnell. Ich muss planen, wo ich die nächsten Hitzeorte hinmache. Warte mal, wie weit geht das hier? Das geht bis hier. Das heißt, dass das Teil hier eigentlich völlig verschwendet ist. Es wäre sinnvoller. Gucken wir mal. Es wäre sinnvoller, wenn es hier wäre, ne? Ich muss mal kurz mal den Straßenverlauf anpassen. So, dahin. So, dahin und so dahin. Das wäre sinnvoller. Ja, hier geht's kaum besser. Weil, doch, es geht besser. Es könnte hier sein, aber das ändert nicht viel. Ja, es könnte auf derselben Höhe wie der Kollege hier sein. Aber hier bringt mir das nicht viel. Hier bringt mir es was. Hier bringt mir es was. Wenn ich es jetzt hier hin mache. Oder hier. Dann gewinne ich vielleicht noch mal ein paar Meter. Jetzt bauen wir den hier dahin.
der hier kommt dann hier wieder weg. So, und wir haben jetzt hier die Wärmedämmung im Gesundheitswesen erforscht. Wärme wird es hier nicht werden. Wir können es hier noch dafür sorgen. Ja, das spart mir nur Arbeitskräfte. Treibhauswärmedämmung wäre sinnvoll, damit das Treibhaus auf jeden Fall noch weiterarbeiten kann wegen der Nahrung. Sammelstellen, Wärmedämmung. Eingliederung medizinisch, nee. Eingliederung der Automatone. Dann werden die effizienter. Ich will, dass die effizienter werden. Wir werden auch jetzt versuchen, mehr Automatone zu bauen. Das ist mein Plan. So, gleich ist der fertig. Er ist an. Dann kann ich den hier demontieren. Jetzt gucken wir uns mal die Wärmesituation an. Oh, und jetzt haben wir hier tatsächlich ein Haus, das hier nicht betroffen ist. Das ist schlecht. Aber ich könnte dieses Haus einfach verlagern. Wir verlagern dieses Haus ganz schnell. Und sagen einfach, hey, hey, wir kriegen das hin. Wenn wir dieses Haus nämlich jetzt hier hinsetzen. Ich muss sowieso nochmal weitere Häuser bauen, wie ich gerade eben feststelle. Ich komme da nicht dran vorbei. Warum kann ich jetzt hier keins bauen? Weil mir Stahl fehlt. Ich muss hier noch ein Haus setzen. Dann muss ich hier noch eine Straße durchziehen. So. Und damit, meine lieben Freunde, beenden wir diese Folge. Jetzt geht es hier wirklich um knifflige Kleinarbeit. Wir werden sehen, wie erfolgreich wir sein werden in der Zukunft. Macht's gut. Bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.